Ein Räucherhäuschen mit einem Räucherkerzel. Schau, so hier, so sehen sie aus. Oh, das schnuppert. Ja, Erna, und wenn man sie anzündet, deshalb raucht das hier auch so. Dann schnuppern sie noch viel mehr. Nach was riecht das eigentlich? Nach Weihrauch. Das klingt wie Weihnachten. Ja, es riecht auch wie Weihnachten, weil sie immer in der Weihnachtszeit angezündet werden. Weihrauch haben auch die drei Waisen mit zur Krippe in den Stall gebracht. Weihrauch war ganz kostbar und es bekamen nur Könige geschenkt. Und im Tempel oder in manchen Kirchen wird es auch angezündet, weil... Na, wie soll ich dir das erklären? So wie der Rauch nach oben aufsteigt, so sollen auch die Gebete und all unser Dank, unser Lob, unsere, auch unsere Sorgen, alles soll so hoch steigen zu Gott im Himmel. Und es soll gut riechen, oder? Ja, Erna. Bestimmt freut sich Gott auch, wenn alles gut duftet. Und auch wir. Ja, also bestimmt nicht wir so selber, aber dass das, was wir tun, dass das gut riecht, dass das gut ist, darüber freut sich Gott bestimmt. Eine Kerze leuchtet, sie flüstert, Jesus Gott. Zwei Kerzen leuchten, sie flüstert, Jesus Gott. Drei Kerzen leuchten, sie flüstert, Jesus Gott. Vier
macht das Dunkle hell. Jesus kommt als Baby zu uns in diese Welt. Jesus kommt ins Dunkle und macht das Dunkle hell.